Hallo, hallo, hallo! Und da sind wir wieder bei, die Sims 2. Opa ist noch immer im Park und unterhält sich mit Phoebe, der krass guten Hexe. Was machen seine anderen? Die Energie ist langsam ein bisschen niedrig. Wir könnten mal... Nee. Wo ist denn unser Wohnanlage Rosenpark? Wir könnten mal nach Hause gehen. Ja. Immerhin wird es schon spät. Ah, die können sie richtig gut leiden. Das gefällt mir. Weil dann dreht noch ein bisschen mit der Opa. Das tut dir gut. Also, Büsten. Ich mag Büsten. Du, wer ist denn der Typ da? Der sieht komisch aus. Der sieht aus, als besteht er nur aus Polygonen. Eng mit Marissa befreunden, Sim um Date bitten, steh bloß mit Sim tanzen. Mehr. Okay. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen noch mal kurz angeln. Angeln mit Wurm. Okay, fang erstmal ein paar Glühwürmchen, Opa. Mal gucken, was Opa so fängt. Ich sprühe mal ein bisschen. Opa hat einen alten Stiefel gefangen. Cool. Oh, das sah schmerzhaft aus. Aber Opa, ich glaube, es ist langsam Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Zu Grundstück gehen, nach Hause. Wieso fährst du nach Hause? Das ist da, auf der anderen Straßenseite. Mensch, Opa. Lädt Familie Retro. Oh ja. So. Opa, du gehst gleich erstmal aufs Klo, während Retro da drin ist. Okay, Retro hat genug gebadet. Floppy. Das ist die Familie Retro und er ist Floppy. So rum, ja. Was hat Floppy gerade für Wünsche? Warum will der ständig saufen? Spiel Darts. Nee, Opa? Du gehst erstmal aufs Klo. Oh, es ist alles dreckig. Und dann legst du dich schlafen. Dann machst du hier mal das Badezimmer sauber, Floppy. Wenn Opa fertig ist. So.
Oh, die tratschen über Opa. Wie fies ist das denn? Und da ist wieder nackig, der Kevin. Und sie erschreckt, weil ihr eigener Mann nackig ist. Ach, Kevin. Sei doch nicht immer so ein Kevin, Kevin. Floppy frühstückt und dann macht er hier mal sauber. Wie gefällt Floppy eigentlich die Umgebung? Gerade nicht so toll, weil es dreckig ist. Schrupp, 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 schruppidi-dupp. Schrupp, 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 ich schrupp das Klo. Die Seite vom Bett kannst du auch noch machen. Ich glaube, ich fände mal dein Outfit ein bisschen. Das Oberteil ist irgendwie ein bisschen. Habe ich mich gerade dran satt gesehen. Outfit zusammenstellen. Alltagskleidung. Ich will das Oberteil ändern. Okay, dann muss ich wohl erstmal einkaufen gehen mit ihm. Ja, dann räumst du mal hier das alles weg. Hast du eigentlich inzwischen Verhalten im Brandfall gelernt? Wobei, dann störst du Opa, wenn du dir da ein Buch holst. Er macht sich einen Snack. Beziehungsweise lässt den Snack draußen stehen. Und dann lernt er erstmal was über Sauberkeit. Ich bin sehr froh, dass ich diese Naturaktivität ausprobiert habe. Das hat Spaß gemacht! Ich wüsste gern, was er für eine Naturaktivität meint. Bett machen? Floppy hat die Nase in ein Buch gesteckt. Zur Belohnung gibt's einen Sauberkeitspunkt. Toll. Die Kevins sind wieder im Whirlpool. Oh. Nur in einem sauberen Haus kann man sich so richtig wohlfühlen. Und deine Sims müssen ihre Haushaltsfähigkeiten verbessern, damit das Saubermachen schneller vonstatten geht. Diese Fähigkeit kann durch Aufräumen verbessert werden. Ordentliche Sims können hier leichter Punkte sammeln. Ja, schön. Kreativität. Malt dein Sim oder spielt er Klavier? Klavier, genau. Malt dein Sim oder spielt er Klavier, verbessert sich seine Kreativität, was in vielen Karrieren, wie zum Beispiel der Künstler- oder Musikerkarriere, wichtig sein kann. Auch wirkt sich ein hohes Maß an Kreativität positiv auf den Erfindungsgeist aus. Unbeschwerte Sims sind besonders kreativ. Okay, genug gelernt, Floppy. Alle Bücher weglegen. Du hast zwei Hände, du könntest auch das Buch immer noch mitnehmen, gleichzeitig. Zwei Hände, also ein Buch und noch ein Buch. Und mit zwei Händen kann man sogar mehr als zwei Bücher tragen.
Floppy. Lernen, Sauberkeit, Mechanik, Paarberatung, lebenslange Zufriedenheit. Klingt ganz gut. Ich spule ein bisschen. Lebenslange Zufriedenheit. Wenn man das durch ein Buch lernen könnte, also wirklich lernen, so wirkliche, echte, lebenslange Zufriedenheit, das wäre schon was. Das wäre ganz cool eigentlich. Und die Nacht bricht herein. Es wird Nacht, Senorita. Ich will gar nichts von dir. Ein bisschen Liebe vielleicht. Okay, er hat genug gelesen. Dann geh erstmal deinem Harndrang frönen. Nee, pinkeln. Dann trinkst du mal einen Kaffee. Wobei, nee. Ich glaube, da draußen hängt Lorenzo ab. Ja. Reden, tratschen. Und ein Streich spielen könnte man machen. Na komm, Floppy. Geht doch. Schön, dich zu sehen. Jetzt reden sie gerade über den da, über Jimmy Colonia, und jetzt spielt er einen Streich. Der hat gefurzt. Nein, das war Retro. Jetzt lachen sie. Schön, schön, schön. Oh, der hat Hunger. Grillen. Hot Dogs. Und Opa ist wieder wach. Und nimmt erstmal ein Bad. Und Floppy grillt Hot Dogs. Vegetarische Hot Dogs. Denn Floppy ist Vegetarier. Auch wenn man das beim Sim Floppy nicht so richtig einstellen kann. Will jemand einen Beyond Hot Dog? Ach nee, falsche Stimme. Will jemand einen Beyond Hot Dog? Ich habe Hot Dogs gemacht. Ah, Lorenzo will einen Hot Dog. Floppy, nein. Da sitzen. Ach, dann ist halt drin. Ach, Justice, irgendwie tust du mir gerade leid, wie du da stehst und total irritiert und verwirrt deine nackte Mutter anstarrst. Ja, Opa ist nicht da. Opa badet. Opa könnte mal die Leute zum Essen rufen. Haushalt. Okay, du gehst schlafen, Floppy. Und Opa
spielt Dart. Dann könnte Opa eigentlich noch ein bisschen kochen lernen. Damit er die nächste Stufe im Kochen erreicht. Da hat er auch schon sein Buch übers Kochen. Okay, dann spulen wir ein bisschen. Okay, dann spulen wir noch schneller. Komm schon, erreicht den Punkt, erreicht den Punkt, erreicht den Punkt. Und das Essen von Floppy vergammelt gerade. Nächster Wunsch, Stufe 6 im Kochen. Und eng mit Marissa an Freunden. Und ein Kochwettbewerb gewinnen. Opa hat Begeisterung für Kochkunst. Er kann jetzt Käseplatten servieren. Das ist aber schön. Hä? Bon Appetit, Opa. Dein Interesse für die Kochkunst ist wirklich bewundernswert. Hier ist eine Einladung zu Süß, geheimer Küche. Dort wird dir bestimmt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Okay. Kommen einfach so fremde Köche in meine Wohnung. Das ist aber krass. Vom Bücherregal direkt an die Bratpfanne. Opa hat sich einen Kochenpunkt verdient und kann jetzt ein neues Gericht zubereiten. Opa hat Begeisterung für Kochkunst entwickelt. Er kann jetzt mit anderen Sims Tipps über dieses Hobby austauschen. Schön, schön, schön. Ja, Floppy spielt Darts und Opa liest weiter. Okay, Opa hat genug gelesen. Jetzt guckt Opa fern. Was denn los, Floppy? Ist das nicht? Ist das nicht? Nein, nein. Die dramatische Horrorfilmmusik. Oh Gott, nein! Das ist nicht gut, Floppy. Oh, das wird nicht gut gehen. Und was guckt Opa da? Ein Schwarz-Weiß-Film über einen Typen auf der Couch. Oh Gott, Floppy. Du isst verdorbenes Essen. Das gefällt mir gar nicht. Oh, und da kommt ihm auch schon hoch. Wen wundert's? Abspülen. Wer ist da? Jimmy Colonia und Kevin. Oh Gott, Floppy, ich habe kein gutes Gefühl. Ja, das Klo ist besetzt. Ja, ihr habt nur ein Badezimmer, ist halt so. Ich frage mich, ob er aufs Klo muss, der gute Floppy, oder kotzen. Und Opa reibt sich den Bauch und denkt an Spiegeleier. Und jetzt reden sie über Spielzeugkreisel und Super Nintendos. Mit zwei Tasten. Und Geister. Ich hätte ja gedacht, Floppy muss kotzen. Aber nee, Floppy will ein Sprudelbad nehmen. Scheinbar ist ihm das verdorbene Essen doch relativ gut bekommen. Und Opa bereitet weiter
das Frühstück zu. Und jetzt isst er Frühstück. Und denkt an die Liebe. Denn Opa liebt sein Frühstück. Und die Post kommt. Wir könnten die Post mal reinholen. Das machen wir mal nach dem Essen. Jam, 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 schlabber, schlabber. Floppy sprudelt und steht auf. Er hat genug gesprudelt. Dann holst du die Post und dann gehen wir beide mal. Wir gucken erstmal, was die in der Post ist. Und dann bin ich dafür, dass die Familie Retro nochmal zusammen in den Stadtpark geht. Dann kann Opa nämlich auch einen Hamburger essen. Rechnung bezahlen. 119 Simoleons. Machen wir mal. Und dann gehen wir hier rüber. In den gerade... Ah, da ist er. Da hat er geladen. In den Stadtpark. Mit einem Taxi. Weil das ist ein echt weiter Weg und den kann man zu Fuß kaum bestreiten. Nee, das geht nicht. Okay, und los geht's in den Stadtpark. Dann können alle einen Hamburger essen. Tüt, tüt. Lädt Stadtpark West. Wieso spreche ich das immer so englisch aus? Stadtpark West. Besser. Westen. West. West, West, Westi West. Weste. So. Essen bestellen. Hamburger. Essen bestellen. Hamburger. Ah, oh, und Chantal denkt wieder an Opa. Okay, Retro wird gerade gleich gern einen Streich spielen. Machen wir. Das kriegen wir hin. Furzgag. Und da kriegt Opa seinen Hamburger. Okay, den Lebenswunsch hat er schon scheinbar verloren. Also heiße rote Suppe. Heiße rote Suppe ist besonders gut. Ich weiß nicht, also heiße rote Suppe, naja, ich bin nicht so der Suppenmensch. Ich mag Flugzeuge. Flugzeuge in meinem Bauch. Ich weiß ja nicht, so ein ganzes Flugzeug, das schaffe ich nicht.
Aber knutschen! Knutschen krieg ich grad noch hin! Hab ich nur keinen für! Ich hab auch keinen zum Knutschen, nur dass du's weißt. Also, wir sind schon sehr einsame, kleine zwei Sims, sind wir. Na komm, ess auf und dann spiel ihm deinen Furzstreich. Ich hab gehört, die Corona-Zahlen gehen wieder hoch. Ja, Entschuldigung, das war nicht lustig. Opa hat gefurzt, Opa hat gefurzt. So, was mag er jetzt? Mit Sim essen gehen, Party veranstalten. Das loggen wir mal ein. Opa, was willst du? Du willst weiter kochen lernen. Sim um Date bitten. Eng mit Phoebe anfreunden. Ist Phoebe hier? Nee. Aber Chantal spielt Piano. Das beobachten wir doch mal. Oh, und Opa hat... War das Opa? Oh, Opa geht's gar nicht gut. Opa! Geh mal nach Hause. Du musst nicht im Stadtpark einschlafen, Opa. Das ist gar nicht so gut für dich. Armer Opa. Kaum Energie, der Gute. Oder hat Floppy gerade gepinkelt? Nee, Floppy war's nicht. Floppy geht's ganz gut. Der kann trotzdem mal hier aufs Klo gehen. Ja, Opa, du kannst ja gleich nach Hause. Dann legst du dich hin und schläfst. Wo bleibt denn das Taxi für Opa? Okay, die gehen gerade alle nach Hause. Und da ist wieder der gute alte Ladebildschirm. Wie haben wir ihn vermisst? So, und dann schicken wir erstmal Opa direkt ins Bett. Und du machst mal die Musik aus. Das nervt ein bisschen. Nicht umziehen. Musik ausmachen. Cool, ein Mitglied deines Haushalts hat ein neues Videospiel mitgebracht. Jetzt fehlt nur noch ein Computer oder eine Spielekonsole. Haben wir nicht irgendwo noch Platz für einen? Da könnte man einen Schreibtisch hinstellen für eine Videospielkonsole. Ja, der sollte reichen. Warum? Passt der auch noch woanders rein? Nee, der passt leider nur bei Opa ins Zimmer.
Aber kann sich da noch jemand ransetzen? Geht das? Regale könnten noch kaufen. So. Wer hat denn den PC im Inventar? Floppy hat den PC im Inventar. Dann packen wir den doch mal auch dahin. Was hat er da noch? Den Glücksfrosch. Ja, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Gut. Dann play. Aufräumen könntest du mal und abspülen. Sonst, wie geht's deinen Werten? Energie hast du nicht so viel. Ich würde sagen, du gehst jetzt, wobei es so früh, das ist so früh, um schlafen zu gehen. Hast du irgendwelche Wünsche? Mit zum Essen gehen, Party veranstalten. Okay, dann ess erstmal. Gut, dass du diesmal nichts Verdorbenes isst. Bin ich dir sehr dankbar und auch stolz auf dich. Und Opa schläft friedlich. Okay. Floppy will immer noch eine Party veranstalten. Ich würde sagen, das klingt nach einer Aufgabe für die nächste Folge. Schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.